Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir dem Evangelium zuhören, dann sollten wir uns zuweilen fragen und uns hineindenken, was eigentlich den Jüngern durch den Kopf geht. Wir sollten uns deshalb diese Frage vorlegen und uns hineindenken, weil wir uns so selber besser kennenlernen. Denn es ist ja bis heute so. Eigentlich sind wir selten bei dem, um was es gerade geht. Immer wieder versucht Jesus, diese neuen Maßstäbe, die er setzt, welcher Art Messias er ist. Wir haben das in der letzten Woche immer wieder gehört in den Jesusworten. Ein leidender Messias, ein ausgelieferter Messias, einer, der verworfen wird. Und dann, direkt im Anschluss, geht den Jüngern durch den Kopf, wer denn der Größte sei. Wenn man das so hintereinander liest, das ist so an der Stelle geschnitten, weil wir das am Samstag hörten, man kommt aus der Verwunderung nicht heraus. Und sobald man sich richtig wundert, merkt man, es geht mir selber genauso. Und dann setzt Jesus wieder einen Maßstab mit dem Kind. Das Kind als Maßstab Gottes in dieser Welt. Das Kind. Wir haben ja inzwischen Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft, uns das vorzustellen, weil es kaum noch Kinder gibt. Auch das ist ein Zeichen von Gottlosigkeit in unserer Gesellschaft. Darüber darf man keinen Zweifel aufkommen lassen. Aber selbst als dieser Maßstab Gottes von Jesus hineingepflanzt wird in ihre Mitte, anschaulich, dem kann man sich nicht entziehen, diesem Eindruck. Deshalb nahm er ein Kind und stellte es neben sich. Das ist nicht zu übersehen. Und wieder wandern die Jünger weg. Meister, wir haben gesehen, dass jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Ja, was hat das denn jetzt miteinander zu tun? Es ist eigentlich die Weigerung, sich auf diesen Maßstab Jesu einzulassen. Und diese Weigerung lebt in uns allen und sie ist bis heute in der Kirche sehr lebendig. Konfrontation, statt sich auf den Geist Jesu einzulassen. Konfrontation untereinander, Konfrontation zu anderen, die vielleicht ähnlich Gutes tun oder zumindest es versuchen. Konfrontation ist das große Stichwort. Und das ist stärker geworden. Wir leben in einer konfrontativen Welt. Wir leben in einer zunehmend konfrontativen Gesellschaft. Es ist nicht Aufgabe der Kirche, diese Konfrontation zu stärken, sondern den Maßstab Jesu zu leben, am eigenen Leib zu erfahren und dabei auf den Maßstab zu schauen, den Jesus in die Mitte setzt. Wer ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Ein Kind schafft Platz für Gott, für die Wahrnehmung Gottes. Nicht die Konfrontation. Allenfalls mit dem Bösen. Ansonsten, das ist ja deutlich gesagt, wer nicht gegen euch ist, das Böse ist gegen Gott. Es ist nicht von Gott. Es ist wider ihn. Der Böse ist der Widersacher Gottes. Aber wer nicht gegen euch ist, wer nicht aus diesem Urgrund des Widerstandes kommt, der ist für euch. Vielleicht müssen wir das doch wirklich untereinander und auch in der Begegnung mit anderen noch einmal ganz neu entdecken. Den Maßstab Jesu und die Möglichkeiten einer wirklich guten Kooperation. Auf keinen Fall, nie mit dem Bösen. Aber immer mit denen, und da gilt es zu unterscheiden, die nicht vom Bösen kommen. Denn die sind für uns, die sind für Gott.